Ja, schönen guten Tag. Ich habe heute das Handmikrofon, deswegen gern Zeichen geben, wenn es zu leise ist. Marc und ich werden uns heute ein bisschen ausführlicher für euch beschäftigen mit der Frage, wie man Gesundheitsdaten privatsphäreschonend verarbeiten kann. Wir werden dazu erstmal ganz kurz den großen Hintergrundrelevanzrahmen abstecken, EHDS, etc., pp. Wir werden dann kurz auf die Methodik eingehen. Was haben wir hier eigentlich gemacht in unserer kleinen Fallstudie, um mal zu zeigen, wie man das auch anders machen kann. Wir werden dann zum Schluss ein bisschen über die Grenzen der Machbarkeit mit euch vielleicht auch gemeinsam reden. Und damit gebe ich mal an Marc, der euch jetzt erstmal das große Relevanzthema umreißt. Danke. Genau. Privatsphäre-schonende Gesundheitsdatenspeicherung ist jetzt ja auch wie so eine große Begrifflichkeit. Und wir haben uns überlegt, da fangen wir dann noch mal richtig direkt, steigen direkt richtig groß ein und reden über den europäischen Gesundheitsdatenraum als Beispiel. Was ist denn der europäische Gesundheitsdatenraum? European Health Data Space oder EHDS? Wenn ich EHDS sage, dann meine ich das. Ist eine Infrastruktur zur zentralen Speicherung von Gesundheitsdaten. Ich habe Vorratsdatenspeicherung geschrieben, weil es am Endeffekt genau das ist, was eben der Begriff, den wir alle schon sehr gut kennen, so gut abbildet. Es werden Gesundheitsdaten von allen europäischen Versicherten gespeichert, und zwar obligatorisch. Startet das im nächsten Januar. Und es gibt ein Opt-out für Versicherte, aber per Default ist das sozusagen dann ab nächsten Januar an. Und alle Daten, alle Gesundheitsdaten, die dann halt so anfallen, wenn man ins Krankenhaus kommt oder wie auch immer, werden da drin gespeichert. Dieser EHDS hat zwei verschiedene Anwendungsfälle. Einmal die Primärnutzung, die betrifft vor allem Versicherte und Behandelnde. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub mal ins Krankenhaus komme, dann kann dort eben auch auf meine gesamte Krankenhistorie zurückgegriffen werden. Und das ist in gewisser Hinsicht auch legitim, das so zu machen. Allerdings gibt es eben darüber hinaus auch noch die sogenannte Sekundärnutzung. Und die befasst sich vorrangig mit Wissenschaft und Industrie. Die nämlich auf diese Datenbestände auch zugreifen dürfen soll. Und da reden wir eben nicht nur über Universitäten, sondern wir reden auch zum Beispiel über die Pharmaindustrie oder zum Beispiel über Google. Man kann jetzt sagen, dass es da auch dort in dem Zusammenhang legitime Zwecke geben kann, auf diese Datenbestände zugreifen zu können. Allerdings wissen wir ja, gerade wenn wir uns irgendwie mal Gedanken darüber machen, wie Google sonst mit personenbezogenen Daten umgeht, dass wenn die einmal alle Daten zur Verfügung haben, dann ist das völlig egal, ob die irgendwie pseudonymisiert sind oder irgendeinem bestimmten Zweck zugutekommen sollen. Da werden die mit Sicherheit Wege und Mittel finden und auch schon längst haben, wie man dort eben Analysen über ganz personenbezogene Daten machen kann, die über das, was sie eigentlich vorgeben, machen zu wollen, hinausgehen. In Deutschland ist eben die elektronische Patientenakte das Konstrukt, über das die Daten in den EHDS einfließen sollen. Dazu gibt es hier verschiedene Informationsangebote von der Gematik oder von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung oder eben auch von der AIDS-Hilfe, wo man sich darüber mal informieren kann, was das alles im Detail bedeutet. Dann hat Daniel Leisegang von Netzpolitik.org zwei relativ sinnvolle und längere Artikel verfasst. Der erste als FAQ zum EHDS, was die EU mit den Gesundheitsdaten vorhat. Der ist schon vom letzten November und fasst aber den Stand der Dinge ganz gut zusammen. Und dann diesen Sommer kam noch ein Artikel hinterher, der eine Entscheidungshilfe dazu stellen soll, ob man denn jetzt eben dieses Opt-out-Angebot in Anspruch nehmen soll oder nicht. Auch ein sehr lesenswerter Artikel, der das Ganze halt auch ein bisschen hinterfragt, ob das denn jetzt nur nötig ist oder nicht. Und ein bisschen kritischer noch gehen zwei offene Briefe ein. Der eine ist auch schon vom letzten Jahr, unter anderem von EDRI, Epicenter Works, Freie Ärzteschaft und noch viele andere NGOs zusammen, die einen Brief geschrieben haben an die EU. Und ein Catchphrase da drin ist: Patients would have no say over the sharing and commercial exploitation of their data. Ist schon relativ explizit, und der Punkt wird gemacht, dass eben man als versicherte Person so gut wie keine Möglichkeiten hat, darüber überhaupt mal Kenntnis zu gewinnen, was damit passiert. Man ist einfach dem EHDS ausgeliefert und ist mehr oder weniger das Produkt. Dann gibt es noch einen weiteren offenen Brief, der dieses Frühjahr rauskam: AG Kritis, Chaos Computer Club, Deutsche AIDS-Hilfe, Superlabs, D64 und so noch viele weitere NGOs, die sich da zusammengeschlossen haben.
mit der Überschrift Vertrauen lässt sich nicht verorten. Das kam ganz kurz vor der Entscheidung im EU-Parlament. Wir wissen, dass das trotzdem beschlossen wurde, dass der Brief sozusagen nichts gebracht hat. Und deswegen wird es jetzt ab nächsten Januar dazu kommen, dass der EHDS so wie geplant stattfindet. Stellt sich die Frage, are we doomed? Ich habe ja vorhin schon kurz angesprochen, dass Forschung mit Gesundheitsdaten durchaus legitim sein kann, besonders wenn es Universitäten tun. Und falls sich einige erinnern, dass ich letztes Jahr hier schon mal auf der Bühne stand und einen Vortrag gehalten habe über privatsphäreschonende Social-Media-Datenverarbeitung und dort auch schon mal so einen kleinen Teaser gebracht habe, dass ich mir vorstellen kann, dass dieses Konzept, was ich da vorgestellt habe, auch für Gesundheitsdaten funktionieren könnte. Da würde ich jetzt sagen, dass das heute sozusagen so ein Anschlussvortrag ist, wo wir uns da mal ein bisschen genauer mit befassen. Wer sich nicht daran erinnert, da wiederhole ich nochmal, worum ging es denn da eigentlich? Es ging um probabilistische Datenstrukturen. Und diese Art von Datenstrukturen basieren eben auf Wahrscheinlichkeitsrechnung, probabilistisch. Und das sorgt dafür, dass in solchen Datenbeständen, wie man den hat, nur statistische Abbilder von Daten zu finden sind und keine Originaldaten da drin sind. Es gibt eben auch keine Pseudonyme und dementsprechend kann man mit solchen Datenbeständen keine Rückschlüsse auf einzelne Daten und in dem Fall eben auf personenbezogene Gesundheitsdaten führen. Ganz wichtig ist auch noch, dass so ein Datensatz, wenn man den einmal hat, einen gewissen Zweck verfolgt, dass man quasi nur zweckgebundene Daten hat und in diesem Fall dann eben privatsphäreschonende Datenverarbeitung machen kann. Das ist jetzt natürlich erstmal nur eine These von mir und da ich jetzt nicht sonderlich viel Kompetenz vorzuweisen habe, was die Arbeit mit Gesundheitsdaten angeht, habe ich mich mal in meiner Bubble so ein bisschen umgeguckt, wer das denn macht beruflich und wer sich damit gut auskennt und habe deswegen heute Bange Fieber mit mir auf die Bühne gebeten und freue mich sehr, dass sie uns jetzt erstmal ein bisschen was erzählen kann darüber, wie man so mit Gesundheitsdaten arbeiten kann. Okay. Also, der Markt kam dann irgendwann zu mir und meinte, lass uns das mal mit Gesundheitsdaten machen. Und dann haben sich diverse Probleme herauskristallisiert. Wir haben uns dann aber einen relativ spannenden Anwendungsfall rausgesucht aus dem Bereich der Versorgungsforschung. Die Versorgungsforschung ist ein Fachgebiet, was sich mit der Gestaltung der Gesundheitsversorgung beschäftigt. Also da geht es darum, inwieweit bestimmte Parameter wie Finanzierung, wie Organisation, also wie sich das gesamte Gesundheitssystem organisiert, einen Einfluss auf die Qualität und auf die Sicherheit, auf die Kosten der Gesundheitsversorgung haben. Und damit letzten Endes auch einen Einfluss haben auf die Gesundheit der Bevölkerung und das Wohlbefinden im Gesamten. So, und da gibt es verschiedene Art und Weisen, wie man dieses ganze Thema untersuchen kann. Wir haben uns jetzt hier eine relativ konkrete Fallstudie rausgesucht. Hier sei mal ganz kurz noch als Einschränkung angemerkt, wir haben diese Studie nicht komplett repliziert. Wir haben uns in groben Teilen daran angelegt. Und zwar haben wir uns eine Frage rausgesucht, die sich damit beschäftigt, inwieweit das Vorhandensein von sogenannten Stroke-Units in deutschen Krankenhäusern die Überlebenschance von Schlaganfallpatienten verringert. Lässt sich das statistisch nachweisen? Diese Studie hat das nachgewiesen. Die hat das nicht nur für sogenannte Stroke-Units, also spezialisierte Behandlungseinheiten für Schlaganfallpatienten nachgewiesen, sondern auch für zwei spezifische Behandlungsarten, komme ich dann gleich nochmal im Detail drauf. So eine Untersuchung oder so eine Forschungsansätze führt man in der Regel mit sogenannten GKV-Routinedaten durch. Das sind Daten, die bei den Krankenkassen in der Versorgung anfallen. Da gibt es relativ umfassende rechtliche Grundlagen, wie man als Forscher an so eine Daten rankommen kann. Das ist alles super kompliziert, kann sich teilweise über Monate, Jahre hinweg ziehen, bis man so eine Daten hat, ist relativ nervenraubend. Hier noch als Einschränkung vielleicht der Punkt, wir haben dieses Beispiel anhand von sogenannten GKV-Routinedaten durchgespielt, diese Fallstudie, das was Marc vor uns erläutert hat, was in den EHDS erstmal hauptsächlich einfließen soll, sind sogenannte EPA-Daten. Da gibt es natürlich Unterschiede, das muss man immer im Hinterkopf behalten, das ist eine Sache, die wir relativ einfach nachbauen konnten. Genau, was haben wir jetzt genau gemacht? Wir haben uns mit der Fragestellung, was ich schon angedeutet habe, beschäftigt. Gibt es also einen Zusammenhang zwischen Todesfällen bei Schlaganfällen und dem Vorhandensein einer Schlaganfallstation in dem behandelnden Krankenhaus? Dazu haben wir erstmal zwei Datensätze generiert. Das erste ist ein sogenannter Dummy-Datensatz. Das heißt, der ist völlig künstlich generiert worden auf der Basis der Bevölkerungsverteilung in Deutschland in unterschiedlichen Landkreisen und Postleitzahlen. Auf Basis der Prävalenz für einen Schlaganfall, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Schlaganfall erleidet, steigt mit zunehmendem Alter, die ist teilweise geschlechterspezifisch abhängig. Diese ganzen Faktoren haben wir reingenommen und auf Basis von Wahrscheinlichkeiten
einen künstlichen Datensatz errechnet. Dazu haben wir einen Datensatz genommen, der die Krankenhäuser in Deutschland nimmt, die Schlaganfall behandeln und die ein spezifisches Behandlungsangebot vorweisen. Auf Basis der Postleitzahlenbereiche haben wir dann diese beiden Datensätze zusammengeführt. Ich habe hier mal ein Beispiel gebracht, wie diese beiden Datensätze aussahen. Wir haben also 20.798 künstliche Schlaganfallfälle generiert. Dazu gab es jeweils 5 Variablen, eine Fall-ID für den Patienten, das Alter des Patienten, Geschlecht, der Landkreis, in dem er wohnt und die Postleitzahl. Landkreis und Postleitzahl ist eigentlich ein doppeltes geografisches Datum, war aber in dem Fall sinnvoll, kommen wir dann gleich nochmal drauf. Und wir haben die 861 Krankenhäuser in Deutschland. Da haben wir eine ID vom Krankenhaus, wir haben das Landkreis, in dem das Krankenhaus ist, Postleitzahl, hat es eine Stroke-Unit oder nicht. Und die sogenannten OPS-Schlüssel. Dazu kurz noch die Hintergrundinformation. OPS-Schlüssel bezeichnet den Operationen- und Prozedurenschlüssel, und das ist eine amtliche Klassifikation zum Verschlüsseln von Operationen, von Prozeduren, von allgemeinen medizinischen Maßnahmen. Diese Daten sind in den Qualitätsberichten der Krankenhäuser öffentlich zugänglich, solange die Fallzahl 5 nicht unterschreitet, aus Datenschutzgründen. Das heißt, die kann man abgreifen und kann damit arbeiten. Diese Datensätze haben wir dann zusammengeführt. Und zwar auf Basis der Postleitzahlen bzw. der Landkreise. Wir wissen ja, und da ist genau die Erklärung, dass nicht in jedem Postleitzahlenbereich auch ein Krankenhaus ist. Also haben wir das dann ein bisschen ausgedehnt auf den Landkreis und haben in Abhängigkeit von der Postleitzahl und dem umliegenden Krankenhaus und der Zahlen, die uns in diesem Referenzpaper, was wir vor uns kurz gezeigt haben, ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Person stirbt oder nicht stirbt, die in dem Krankenhaus behandelt wird. Und haben dadurch dann quasi für diese 20.100 Fälle, ungefähr ein Viertel, sind dann an dem Schlaganfall verstorben. Der Datensatz sah dann so aus. So arbeitet man klassisch in der Versorgungsforschung damit. Man hat die Fälle, man hat die unterschiedlichen Variablen und man rechnet dann aus, inwieweit verschiedene Variablen, wie hier jetzt zum Beispiel die Krankenhaus-ID und Tod, zusammenhängen könnten. Das haben wir jetzt mal anders gemacht und Marc erklärt euch, wie. Genau, also wie sie gerade schon gesagt hat, wir haben halt jetzt hier, achso, jetzt muss ich mal mit der Maus hier rübergehen, damit ihr das auch seht. Hier sind halt eben die Fall-IDs, die sind jetzt auch einfach nur irgendeine Zahl, schlecht zu lesen, aber man kann diese Tabellenspalte schon als eine Art Pseudonym werten. Da könnte zum Beispiel auch die Krankenversichertennummer stehen. Und dann eben die ganzen anderen Variablen hier, die sich eben auf den jeweiligen Fall beziehen. Wie könnte man das Ganze denn jetzt in eine probabilistische Datenstruktur überführen? Dazu habe ich auch letztes Jahr in dem Vortrag schon über die Technologie namens Hyperlog-Log gesprochen. Laut dem Erfinder Flaiolet ein Near-Optimal Cardinality Estimation Algorithm, also ein Kardinalitätsschätzungsalgorithmus. Der funktioniert ganz grob gesagt noch in folgendermaßen. Wir erzeugen eine probabilistische Datenstruktur, indem wir einen String, in dem Fall eben hier diesen Hash-Wert aus, diesen ID-Wert aus der Tabelle ganz links, in einen Hash umwandeln. Aus diesem Hash wird die Binärdarstellung genommen. Diese Binärdarstellung wird klein gehäckselt in verschiedene gleich große Teile. Das nennt sich Bucket und von diesen Buckets wird dann die Anzahl der führenden Nullen genommen und sich gemerkt. Die grundlegende Idee daran ist, dass je mehr führende Nullen man gesehen hat, was ja ein relativ unwahrscheinliches Szenario ist, dass man ganz viele führende Nullen hat bei einem Binärsystem, wo immer entweder 0 oder 1 kommt. Und da ist halt der Gedanke, dass je mehr führende Nullen man gesehen hat, desto größer muss automatisch der ganze Datensatz sein, weil es ja so statistisch so unwahrscheinlich ist, dass diese Anzahl der führenden Nullen da drin vorkommt. Und mit dem wichtigen Hinweis nochmal, dass es hier um Wahrscheinlichkeit sich handelt. Genauer hat der Victor Sanchez-Portella das nochmal in einem YouTube-Video erklärt. Das kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr genauer wissen wollt, wie dieser Algorithmus funktioniert. Leider ist es nur auf YouTube und nicht im Fediverse. Aber ihr könnt ja YouTube DLP nehmen, um euch das mal anzugucken. So sieht übrigens ein Datensatz aus, wenn der in so einer probabilistischen Datenstruktur mithilfe des Hyperlog-Log-Algorithmus erzeugt wurde. Man kann erkennen, dass hier wirklich nur ganz viel hexadezimale Zeichen zu sehen sind und keine Struktur erkennbar ist, wie man da jetzt irgendwie auf einzelne Datensätze zurückgreifen kann. Kommen wir nochmal zurück zu dieser Tabelle, die wir eben schon hatten. Wir sehen hier nochmal die Fall-IDs und hier eben die Variablen zu dem jeweiligen Fall. Wenn wir diese Variable nehmen und zu jeder Variable ein einzelnes Set erzeugen
und dann die Anzahl der Fall-IDs nehmen, die zu dem jeweiligen Alter zum Beispiel hier passen und die in so ein Set überführt, dann haben wir eben hier eine Tabelle, wo nur Altersstrukturen und die Menge der jeweils dazu passenden IDs in diesem Set gespeichert werden, was im Prinzip dann genauso aussieht wie auf der Folie davor. Und analog geht das eben mit allen anderen Variablen genauso. Wie funktioniert das im Detail? Wir haben hier eben eine Funktion, die aus der jeweiligen Fall-ID, das ist hier dieser Text, einen Hash-Wert bildet nach einem bestimmten Hashing-Verfahren, das variabel ist, aber es gibt halt gute und schlechte Algorithmen. Dann hat man hier ein bereits vorhandenes, aber leeres Hyperlog-Log-Set, heißt das. Dem fügt man diesen Hash-Wert, den man gerade erzeugt hat, hinzu und hat dann ein neues HLL-Set, was ein bisschen länger ist. Und wenn man daraus dann die Anzahl der sich darin befindlichen Elemente wissen will, dann macht man hier eben diese Cardinality-Funktion und er kommt dann auf den Wert 1, weil wir haben ja genau 1 gerade hinzugefügt. Das ist natürlich jetzt nicht sonderlich spektakulär, dass man da eine 1 rauskommt, deswegen habe ich das Ganze nochmal hier mitgebracht für den Fall von dem Beispiel, was ich eben schon mal gezeigt habe. Und da sehen wir, dass aus diesem ganzen Kauderwelsch hier eine Zahl namens 15.617 Komma rauskommt. Das ist übrigens die Anzahl der überlebenden Personen, die eben nicht an einem Schlaganfall gestorben sind aus unserem Datensatz. Und man sieht, dass eben hier eine doch relativ große Zahl bei rauskommt, was man jetzt vielleicht nicht so direkt sehen kann, wenn man sich nur die Zahlen anguckt. Wie kommt das Ganze jetzt zustande? Das erzählt euch Jule weiter. Genau, also als mir Marc das erste Mal vorgestellt hat und auch im Rahmen seiner Promotionsverteidigung, wo er sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt hat, ist mir die ganze Zeit so immer so ein bisschen ein Knackpunkt gekommen und das beschreiben die Autoren dieses HLL, dieser HLL-Geschichte auch in ihrem Ursprungspaper. Das Kernproblem ist, man kann diese Tabellen mit diesen Kardinalitäten bilden, die inhaltlich ungefähr gleichzusetzen sind mit aggregierten Daten. Also ich habe jetzt in dem Datensatz XY so und so viele Leute in der Altersgruppe, so und so viele Leute in der Altersgruppe und so weiter und so fort. Ich habe aber getrennte Tabellen. Das heißt, ich kann jetzt nicht den Zusammenhang zwischen Alter und Verstirbt zum Beispiel ausrechnen, nicht im klassischen Sinne. Das heißt, ich habe quasi diese Fall-ID, gibt es ja nicht mehr. Das heißt, ich kann Zusammenhänge zwischen Variablen im Sinne normaler inferenzstatistischer Verfahren nicht wirklich aufgreifen. Was machen wir dann? So, dann haben wir lange hin und her überlegt, wie man das übersetzen kann. Und da ist eigentlich auch diese Idee gekommen, dass wir uns diese probabilistischen Datenstrukturen mal zunutze machen. Und wir haben zwei Verfahren gerechnet. Ich zeige erstmal der Einfachheit halber unsere Korrelation nach Pearson. Das ist so ein bisschen Statistik auf Bildzeitungsniveau. Also das ist hier mit Vorsicht zu genießen, ist aber ganz gut geeignet, um zu zeigen, was wir gemacht haben. Wir haben vier verschiedene Datensätze hier drin. Das heißt, wir haben unseren ersten Datensatz, das ist der N0-Datensatz. Das ist der Datensatz, den wir einfach zufällig auf Basis dieser Wahrscheinlichkeiten generiert haben, was wir hier sehen. Wir haben die Korrelation zwischen Tod und wurde in der Stroke-Unit behandelt, Tod wurde und wurde mit dem einen Verfahren 8981 behandelt oder verstirbt und wurde mit dem Verfahren 898b behandelt. Und man sieht immer, die Korrelationskoeffizienten sind negativ. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn man in einer Stroke-Unit behandelt wurde oder wenn man das Verfahren bekommen hat, steigt, dass man nicht stirbt. So, das haben wir hier für den E0-Datensatz gemacht und dann haben wir angefangen, diese Kardinalitäten zu bilden. Das heißt, wir haben uns diesen Datensatz genommen und haben dann mal geschaut, wie wir im Sinne eines Quotenplans gucken können, okay, wir haben so und so viel aus der Altersgruppe, wir haben so und so viel in dem Krankenhaus, wir haben so und so viele Leute von dem Geschlecht. Lass mal ein Skript bauen und lass mal anhand dieses Skriptes und anhand dieser Verteilung einen künstlichen Datensatz zu generieren, der uns zwar genau dieselben Eigenschaften enthält wie unser Ausgangsdatensatz, der auch künstlich war, aber das jetzt hier nur zur Demonstrierung. So, und da ist dieser Datensatz E1 entstanden. Das heißt, da haben wir diese erste Verschränkungsebene gemacht. Wir haben quasi durchzählen lassen, so und so viele Männlein sind noch drin, so und so viele Frauen, so und so viel in der Altersgruppe und so weiter und so fort. Haben wir wieder einen künstlichen Datensatz, allerdings schon mit dieser ersten Verschränkungsebene. Was man hier sieht, dass diese Zusammenhänge tatsächlich immer noch da sind und dass sie sogar stärker werden. Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Das ist so ein bisschen ein Kernergebnis. In E2 haben wir das Ganze nochmal einen Schritt weiter getrieben und haben uns mal angeschaut, wie es eigentlich ist, wenn wir jetzt die Altersgruppe der 75-Jährigen nehmen, wie viel davon sind männlich-weiblich, wie viel davon sind in dem und dem Krankenhaus behandelt worden, wie viel sind aus dem und dem Postleitzahlbereich
und haben dadurch wieder so eine sogenannten Kardinalitätentabellen gebildet. Das heißt, wir haben quasi diesen Verschränkungsschritt noch einen Punkt weiter getrieben. Und auch hier sieht man wieder, die Werte bzw. die Koeffizienten steigen und der Zusammenhang ist immer noch nachweisbar zwischen den unabhängigen Variablen Stroke Unit und die beiden Behandlungsarbeiten und der Frage, ob man verstirbt. Es ist aber, der Vollständigkeit halber, wir haben natürlich einen Kontrolldatensatz gebildet, der diese Variablen völlig random zusammengeschmissen hat, um einfach zu kontrollieren, ist es jetzt der Zusammenhang, den wir reingerechnet haben, oder ist es wirklich nur Zufall? Und wir sehen, dass bei diesem Random-Datensatz keine Zusammenhänge abzulesen sind. So, weil ich, wie gesagt, schon gesagt habe, dass Zusammenhänge auf Korrelationsniveau ein bisschen schwierig sind, weil sie nichts über die Wirkrichtung aussagen, sondern einfach nur Aussagen darüber, es herrscht ein Zusammenhang zwischen Variable A und Variable B. Da gibt es so lustige Internetseiten, die zum Beispiel den Zusammenhang zwischen Todesfällen und durch Ertrinken und Filmen mit Nicolas Cage unter anderem hergestellt haben. Hochgradige Korrelationen, aber sagt genau nichts. Deswegen haben wir das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher uns angeschaut. Und zwar haben wir eine binär-logistische Regression gerechnet, die uns nämlich nicht nur was über den Zusammenhang sagen kann, sondern auch was über die Wirkrichtung sagen kann. In dem Fall zum Beispiel jetzt, ob die Behandlung in der Stroke-Unit eine Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit hat, dass der Patient stirbt oder nicht. Hier zu der Tabelle, ich sage nur drei Worte kurz zu den Koeffizienten. Wir haben den sogenannten Omnibus-Test, der sagt uns, ob es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen dem Modell, was wir hier gerechnet haben, und dem reinen Zufall. Wenn der signifikant ist, heißt das, wir dürfen das ganze Verfahren rechnen. Das ist so eine sogenannte Vorprüfung. Ansonsten hätten wir es nicht rechnen dürfen. Dieser P-Wert dann sollte signifikant sein, je nach Niveau nach oben oder nach unten. Und der Koeffizient ist negativ, das heißt, wir haben hier dieselbe Situationen wie in der Korrelation. Das heißt, je höher oder wenn jemand in einer Stroke-Unit behandelt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, geringer. Wir haben dann noch, und das ist bei einer binärlogistischen Regression relativ wichtig, die sogenannten Chancenverhältnisse. Wenn die größer sind als 0, dann ist die Chance höher, dass der Tod nicht eintritt, oder hier konkret die Wahrscheinlichkeit zu sterben sinkt in einem Krankenhaus mit einer Stroke-Unit um den Faktor 0,87, oder wenn man das reziprok bildet, in einem Krankenhaus mit Stroke-Unit hat man auf Basis unseres künstlichen Datensatzes eine 22-prozentige höhere Chance zu überleben. Was jetzt hier so ein bisschen das Problem ist bei unserer Berechnung, aber gar nicht mal so das Kernergebnis, man hat Gütemaße für die Modelle. Also wenn man eine binär-logistische Regression rechnet, dann muss man natürlich auch gucken, wie gut ist das Modell eigentlich geeignet, wie gut sind die unabhängigen Variablen geeignet, um die abhängige Variable stirbt, stirbt nicht zu erklären. Die sind hier sehr, sehr niedrig für unseren Fall. Das kann jetzt daran liegen, oder das ist unsere Vermutung, dass hier durch diese künstliche Generierung unseres Datensatzes auf Basis von Wahrscheinlichkeiten ganz, ganz viel Rauschen reingekommen ist. Was aber der entscheidende Punkt ist, wir haben das hier auch mal noch für diese Behandlungsdaten aufgeschlüsselt oder für diese Behandlungsarten, also das ist Neurological Enhanced Treatment bei Schlaganfall. Auch hier sehen wir dieselben Effekte, der Zusammenhang ist da, aber die Effekte sind nicht sonderlich gut. Und auch bei dem letzten Beispiel sehen wir das. Ganz rechts stehen jetzt tatsächlich keine Werte mehr drin, auch in den Tabellen vorher, weil wir sehen, dass dieser Omnibus-Test hier nicht signifikant geworden ist. Das heißt, ich darf das Modell gar nicht mehr rechnen. Was aber so ein bisschen der entscheidende Punkt ist, jetzt gucke ich mal hier auf die Folie, wir sehen, dass die Effektstärken hochgehen. Die verdoppeln sich von Ebene zu Ebene. Das heißt, je genauer wir anhand dieser Wahrscheinlichkeiten diesen Datensatz bauen, desto mehr geht dieses Rauschen aus diesem Datensatz raus. Wir haben natürlich auch andere Probleme, da kommt Marc gleich nochmal drauf, die zu diesem Rauschen beitragen können. Es zeigt sich aber insgesamt, dass diese Idee, dass man quasi künstliche Datensätze baut auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, um sie dann zum Rechnen zu nehmen, mit diesen Datensätzen aber keinerlei Rückschlüsse mehr auf irgendwelche Personen möglich sind, im Grunde erst noch funktioniert. Und damit würde ich wieder an Marc geben. Zu dem Ganzen, zu der Fallstudie gibt es noch folgende Anmerkungen zu sagen. Und zwar haben wir die Implementierung des Hyperlog-Log-Algorithmus, dieses PostgreSQL-Datenbank-Add-on verwendet. Und da steht auch schon in der Doku drin, dass die Verschneidung von zwei Sets ein bisschen problematisch ist, wenn die jeweiligen Elemente da drin oder wenn die Kardinalitäten der beiden Sets sehr große Unterschiede hat. Und dann kann es nämlich dazu führen, dass so eine Verschneidung, wie ich sie da jetzt kurz mal aufgeschrieben habe, dazu führt, dass am Ende ein negativer Wert rauskommt. Und bei Schlaganfall
die Menge aller Schlaganfälle in dem und dem Bereich ist eine negative Zahl, ist natürlich Quatsch. Und das sagt halt, dass so wie wir das gemacht haben, halt jetzt noch nicht das Nonplusultra ist, was jetzt direkt morgen in die EHDS-Datenstruktur einfließen kann, sondern dass man da auf jeden Fall noch mal ein bisschen dran arbeiten muss, wie man das macht. Vielleicht eine andere Implementierung nehmen, vielleicht auch einen weiter fortgeschrittenen Algorithmus, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Gibt halt noch mehr Anmerkungen. Genau, und wo wir hier jetzt diese Parallelitäten aber auch sehen, und das ist ein spannender Punkt, weil ja beide Ansätze, die wir gefahren sind, grundsätzlich erstmal mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Das, was Marc gerade geschildert hat, dass das passiert oder dass diese Fehler zustande kommen, wenn die Datensätze oder die Aggregate unterschiedlich groß sind oder sehr großen Unterschied, die Aggregation, das ist auch ein Effekt, der sich bei der binärlogistischen Regression bei den Modellgüten dann einstellt, wenn die Zahlen zum Beispiel der abhängigen Variable im Aggregat sehr unterschiedlich sind. In unserem Datensatz haben wir jetzt hier ein Verhältnis von 1:3. Das heißt, wir haben drei Anteile von Leuten, die nicht gestorben sind und einer, der gestorben ist. Das heißt, auch hier haben wir einen großen Unterschied. Und dieser Fehler kumuliert sich dann natürlich in den statistischen Analysen auf. Wir haben weiterhin das Problem, dass mit aggregierten Daten, und faktisch setzen wir ja hier bei unserer Idee die Idee der Kardinalität gleich mit der Idee der Aggregation. Wir haben den sogenannten Aggregation Bias. Das heißt, wir ziehen uns hier eventuell durch dieses Erstellen dieser künstlichen Datensätze auch Fehler rein oder Verzerrungen rein, die wir noch nicht weiter erforscht haben und noch nicht weiter kontrollieren können. Das ist aber dann wieder dieser Punkt mit Future Research. Genau. Bevor wir dazu kommen, wollte ich noch mal kurz das Ergebnis ein bisschen präsentieren. Also wir haben herausgefunden, dass es tatsächlich auf der ersten Ebene, also mit den reinen Kardinalitäten der Variablen funktioniert, dass man damit eben eine gewisse Art von Forschung betreiben kann, ohne einen Rückschluss auf einzelne Versicherte haben zu können. Und entsprechend kann man sagen, dass probabilistische Datenstrukturen sich eignen zur privatsphäre-schonenden Gesundheitsdatenverarbeitung. Und ich finde, das ist doch ein gutes Ergebnis. Und das heißt, dass meine Vermutung, die ich letztes Jahr hier schon geäußert habe, jetzt tatsächlich auch wissenschaftlich fundiert mal dargestellt wurde. Und vielleicht werden wir das ja in naher Zukunft auch noch verschriftlichen. Als kleinen Ausblick, was man vielleicht hier noch machen kann, sagst du noch was dazu kurz? Genau, also die Idee wäre, wie man das Ganze jetzt noch weiter verfolgen könnte, erstmal die Anzahl der Datensätze natürlich erhöhen. Also diese Beispielstudie, die wir gezeigt haben und an die wir uns angelehnt haben, hat natürlich mit 200.000 Schlaganfällen gerechnet. Wir hatten nur 20.000, weil mein Rechner so langsam ist. Man könnte es tatsächlich auch im Sinne einer Replikationsstudie fahren, in denen wir uns an den Verfahren und an den Zahlen und an den zu untersuchenden Variablen ganz genau orientieren, an dem, was in diesem Paper gemacht wurde, um mal zu schauen, was da passiert. Was wir auch auf jeden Fall in einem weiteren Verlauf machen sollten, ist mehr Verschränkungen. Also quasi diese Ebenen, die ich vor uns erläutert habe, das ganze Spielchen noch ein bisschen weiter treiben, um zu schauen, ob man das Rauschen rauskriegt und wie sich das vor allen Dingen auf die Effektstärken auswirkt. Und wenn man das im Vergleich mit einer Studie macht, die es quasi im herkömmlichen Sinne gerechnet hat und sich zeigt, dass sich durch die Art der Verschränkung bis zu einem gewissen Punkt die Effektstärken annähern oder sogar identisch wären im besten Fall, das wäre jetzt die Hypothese, dann sind wir da einen großen Schritt weitergekommen und genau, und das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, dass dieser Hyperlog-Log-Algorithmus halt jetzt ein Algorithmus ist, der schon relativ gut abgehangen ist. Ich habe letztes Jahr in den Veröffentlichungen, die ich gemacht habe, auch schon angemerkt, dass es da durchaus Weiterentwicklungen gab. Und das wäre auf jeden Fall noch ein Punkt, wo man noch einiges dran zu arbeiten hat, dass eben das Ganze eben nicht so so wissenschaftstheoretisch ist, sondern tatsächlich mal dann auch zur Anwendung kommen kann. Vor allen Dingen so Sachen wie, dass plötzlich aus irgendeinem Grund eine negative Zahl rauskommt, ist irgendwie was vielleicht nicht passieren sollte, wenn das dann am Ende wirklich im EHDS zum Einsatz kommt. Und damit denke ich, können wir uns abschließen. Hier haben wir eine Webseite vorbereitet, wo wir die ganzen Links, über die wir hier gesprochen haben, auch nochmal direkt anklicken kann. Ich werde das gleich noch machen, das haben wir nämlich vorher nicht noch geschafft. Also wartet lieber noch eine halbe Stunde, bevor ihr jetzt auf den Link klickt. Und damit freuen wir uns auf eure Fragen und sind mit 29 Minuten und 49 Sekunden echt gut in der Zeit. Ja, danke, habt ihr wirklich auch gut hinbekommen. Auch gerade so schönen Kram gezeigt. Also diese Blöcke, Zahlen waren sehr schick. Hat jemand Fragen an die beiden?
zu diesem großen Thema. Ich mache mal ein bisschen so, weil heute ist wieder hell. Da, alle geflasht. Da kommt eine Frage. Komm zu dir hinter. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Habe ich das richtig verstanden? Man muss im Prinzip, wenn man diese randomisierten Daten erstellt, schon ungefähr wissen, wonach man sucht. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Datensatz aus Sicht der Wissenschaft mir angucke, dann weiß ich ja noch nicht genau, welche Korrelationen könnten spannend sein oder muss ich irgendwie um vier Ecken denken. Und dann ist es natürlich sozusagen von der Erkenntnistheorie her schön, wenn man die IDs noch hat und sozusagen sich da durchhangeln kann. Und dann fällt einem, also im Idealfall hätte man die vollen Daten ohne Pseudonyme und dann findet man raus, die Leute, deren Nachname mit A anfängt, haben eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit für dies und das. So könnte ja sein. Wenn ich das untersuchen will, dann geht das nicht. Also ich muss sozusagen vorher schon wissen, welche Korrelationen will ich mit in dem Datensatz drin haben. Naja, fast. Richtig. Also ich hatte ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass so eine Datenstruktur nur einen bestimmten Zweck verfolgt. Das heißt, diese Datenstruktur kann eben nur Aussagen treffen zu einem Sachverhalt, den man vorher wissen muss und dann entsprechend eben auch so ein Hyperlog-Log-Set oder eben so eine Datenstruktur eben entsprechend aufbereitet, dass man eben nur diese fünf kleinen Tabellen, die ich unten gesehen habe, dann eben auch zur Verfügung hat. Im Endeffekt ist es ja so, dass wenn jetzt eine Universität oder Google ankommt und anfragt beim EHDS, ich brauche jetzt mal die und die Daten, dann bekommen sie ja die HLL-Sets so, wie sie sind. Ne? Und das ist eigentlich eben auch die Stärke von diesem Algorithmus und der Unterschied zu, dass sie wirklich nur die Kardinalitäten, also eine Zahl bekommen, dass man eben so Übungen wie Verschränkungen oder Vereinigungen mehrerer Sets machen kann und dann da eben daraus hervorgehen kann, dass in zwei verschiedenen Sets irgendwie die Überschneidung 50% ist oder welche Zahl auch immer. Das ist eben die Stärke dieser Technologie und geht über eine reine Zahl hinaus. Was man eben nicht machen kann, ist noch andere Sachen haben. Wenn du nochmal dir die Tabelle in den Hinterkopf rufst, wo eben das einzeln aufgelistet war mit den Variablen, wenn man diese Tabelle hat, dann kann man ja eben auch noch ganz andere Sachen darstellen. Dann hat man eben diese Pseudonyme und dann kann man auch sagen, das ist mir eigentlich mit dem Gesundheitsdatenkram voll egal, ich will nur wissen, wer in welcher Postleitzahlbereich wohnt. So. Diese Art von Analyse kann man eben nicht machen, wenn man solche aufbereiteten Datensätze hat und deswegen ist es halt so eine Mischung aus, ich möchte wissen, was ich eigentlich will, kann darüber hinaus aber auch noch in gewissen Rahmenbedingungen weitergehende Forschung damit betreiben, immer vor dem Hintergrund, dass man eben nicht auf einzelne Datensätze zurückgreifen kann. Und dazu würde ich noch ergänzen, dass es also zwei Punkte noch dazu. Der erste Punkt ist natürlich, dass es in der reinen Forschungslogik in der Regel ja so ist, dass man hypothesengeleitet arbeitet. Das heißt, man weiß in der Regel auch vorher, welche Variablen man untersuchen will. Und diese explorative Komponente wird dann natürlich ein bisschen schwieriger. Und es ist auch tatsächlich jetzt schon in der Realität so, wenn ich mit Gesundheitsdaten arbeite und Gesundheitsdaten haben möchte, zum Beispiel von den Krankenkassen, dass ich auch dort schon sehr genau sagen muss, was brauche ich für Variablen und im besten Fall, welche Fragen will ich auch damit beantworten. Das heißt, von der Realität, was wir hier darstellen wollten, ist es gar nicht so weit weg. Danke euch für die ausführliche Antwort. Gibt es noch Fragen im Raum? Jetzt bin ich schon bei euch hier unten, bevor ich wieder hochlaufe. Jetzt oder nie? Ja, sehr gut. Zu diesem Hash-Algorithmus, der ist ja quasi das, der aus den sprechenden Daten anonymisierte Daten macht, oder? Wie macht er das? Oder ist das zu kompliziert? Wie gesagt, das ist halt ein relativ kompliziertes Verfahren, wo ich mich auch immer beim Erklären so ein bisschen verhaspel. Deswegen habe ich eben auch dieses YouTube-Video noch verlinkt. Also das ist ziemlich kompliziert, weil es eben erstmal nur ein Hashing-Verfahren ist. Dieses Postgres-Plugin nimmt den Murmur-Hash 3, falls ihr das irgendwie was sagt. Ich kann dazu jetzt nicht wirklich viel mehr ins Detail gehen. Um dann eben einen Hash-Wert zu haben, der, wo die jeweiligen
Buchstaben, Zahlen, Zeichen möglichst gleich verteilt sind, sodass du eben sagen kannst, ja, ich habe jetzt hier möglichst gleichmäßig verteilt die bestimmten Buchstaben, sodass dann eben, wenn man daraus die Binärdarstellung wird, nicht aus Versehen da schon alles voller Nullen am Anfang ist, sondern dass das halt möglichst, möglichst unwahrscheinlich ist, so führende Nullen zu bekommen und diese Strings alle möglichst gleich verteilt sind in so einem Set. Weil sonst ist es schwierig, da dann hinterher eben weitergehend diese Buckets zu bilden und dann eben die Anzahl der führenden Nullen rauszufinden. Beantwortet das die Frage? In etwa. Ich habe rausgehört, Datenspuren verführen mit zum YouTube-Schauen. Danke. Das habe ich nicht verstanden, tut mir leid. Die Datenspuren verführen mit zum YouTube-Schauen. Danke. Ja, wie gesagt, das muss ja nicht unbedingt YouTube sein. Vielleicht kann man ja YouTube DLP benutzen oder vielleicht kriegt man das ja auch nochmal irgendwo anders her oder man nimmt InVideos als Rapper um YouTube ist halt blöd, wenn die Leute das auf YouTube hochladen. Danke. Ja, haben wir noch Fragen? Es sieht gerade nicht so aus. Dann danke euch. Da hinten ist noch eine. Doch, da ist noch eine. Haha, du bist so zuverlässig mit Fragen. Ich finde das gut. Was ich noch nicht verstanden habe, sozusagen, wo die Folie kam mit Are We Doomed? Das hat für mich so geklungen, wie die Entscheidung ist gefallen, jetzt kommen diese europäischen Gesundheitsdatenverarbeitung und ab dann hat Google Zugriff auf alle Daten, wo man nicht vom Opt-out-Recht Gebrauch gemacht hat. Ja. Aber ganz so ist es ja nicht. Also das heißt, die Daten liegen dann erstmal, ich sag mal, auf irgendeinem EU-Server und Universitäten und Unternehmen müssen immer noch konkret fragen, und kriegen dann auch nicht alles, sondern nur das, was sie brauchen, um diese Frage. Und da könnte man das, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt sozusagen als eine Art Layer dazwischen schieben. Genau. So, also das ist so unsere Herangehensweise oder meine Vorstellung darüber, wie man das Ganze ein bisschen entschärfen kann. Weil Google kommt an und sagt, wir haben jetzt hier die neue Health-App oder wie auch immer die das nennen wollen und dafür brauchen wir jetzt so und so viele Daten. Gibt uns die mal bitte. Und dann bekommen sie die auch, weil das klingt ja irgendwie legitim und es ist ja hier auch ein freier Markt und da darf man ja irgendwie die Unternehmen nicht einschränken und so weiter und so fort. Und aber wir wissen ja, wie Google mit so personenbezogenen Daten umgeht und deswegen ist es, wie gesagt, nur eine These von mir oder ein Vorwurf, den man irgendwie so vielleicht aber aus Erfahrungen schon bringen kann, dass die dann eben nicht nur das, was sie vorgeben, damit machen, sondern auch noch drei andere Sachen damit machen können. Und meine Argumentation ist, dass man eben, wenn man eine Technologie verwendet, mit der das, was man damit machen möchte, schon gemacht werden kann, aber darüber hinaus eben nichts, dass das auf jeden Fall die Privatsphäre der jeweiligen Versicherten schont und deswegen als Vorschlag von uns im Raum liegt, dass man das vielleicht machen kann. Und ob und wenn ja, wie das dann irgendwann kommt, das werden wir sehen. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich gerne an der Stelle ergänzen würde. Es gibt auch tatsächlich für die Fragestellungen, die in der Versorgungsforschung behandelt werden, noch einen weiteren Mehrwert. Wir haben uns jetzt auf Kürze der Zeit nicht ganz so ausführlich mit dieser Frage beschäftigt. Aber wenn wir mal das Szenario, was wir jetzt beschrieben haben, tatsächlich in der Realität haben, der EHDS hat einen Datensatz zum Beispiel identifiziert über Versichertennummern und ich komme jetzt als Forscher an und will bestimmte Prävalenzen ausrechnen von Leuten, die in einem Krebsregister registriert sind. Dann kommt so ein sogenanntes Datenlinkage, das heißt, ich versuche diese Daten miteinander zu verbinden ins Spiel und das ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil das relativ fehleranfällig sind, da können andere viel schlauere Leute viel mehr dazu sagen. Dieser Algorithmus würde das Problem lösen, wenn wir nämlich in einem Krebsregister die Versichertennummer haben und in dem EHDS, was weiß ich, in der EPA die Versichertennummer haben, dann haben wir dieses Identifikationsdatum, was in dem Hash mit abgespeichert ist und was diese Verschränkung möglich macht. Das heißt, wir hätten plötzlich eine ganz andere Herangehensweise an dieses Linkage-Problem, was in der Versorgungsforschung auch ein relevantes Thema ist. Genau, hier ist noch eine Frage. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite für euren spannenden Vortrag. Ich habe keine technische Frage, sondern eher nochmal eine, also ihr habt jetzt relativ viel über das Beispiel Google genannt. Ich würde, also gedanklich jetzt, ich habe mich mit der elektronischen Gesundheitskarte noch nicht so intensiv befasst, aber wenn man den Schritt mal auslässt mit eurem Algorithmus und so weiter, mit eurem Verfahren, die Daten, die dann da aggregiert werden, die liegen ja trotzdem dann irgendwo zentral und der Staat oder wer auch immer hat dann schon vor Google Zugriff auf diese ganzen Daten, die noch nicht anonymisiert sind
Und allein in dem, an der Stelle liegt ja schon ein erhöhtes Risiko auch für die Patientinnen und Patienten oder für die Bevölkerung, dass mit den Daten vor eurem Verfahren, falls es mal implementiert würde, Schindluder getrieben wird. So. Also das kam mir so gerade als Gedanke. Jetzt Google mal außen vor gelassen oder solche Konzerne rein auch von der staatlichen Ebene her schon ein relativ großes Missbrauchspotenzial da auch vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, also dieser EHDS, der besteht ja vorgeblich hauptsächlich dazu, dass du eben auch im Urlaub in der gesamten Europäischen Union irgendwie mal zum Arzt gehen kannst und dann alles davor liegt. Wie das jetzt technisch wirklich implementiert ist, kann ich dir auch nicht genau sagen. Meiner Vorstellung nach ist es irgendwie so eine Art Nextcloud-Upload, wo du dann da halt irgendwie deine Dateien hast, dann hast du hier ein PDF, dann hast du da irgendwie eine Liste mit was weiß ich für Fotos und so weiter und so fort. Und wie genau das dann am Ende geregelt ist, dass dort Zugriff von Third Parties passieren soll, das kann ich dir nicht genau sagen. Und in meiner Vorstellung ist es eben so, dass da irgendjemand Copy-Paste ZIP-Datei runterladen macht und dann hier Google hast du so. Und das wird wahrscheinlich nicht so sein, das ist jetzt auch ein bisschen salopp formuliert gewesen, aber ich glaube nicht, dass es dort schon definierte Strukturen gibt, wie die Daten auszusehen haben und wie sie dann eben weitergereicht werden. Und deswegen ist es jetzt zwar noch nicht zu spät, aber sicherlich höchste Zeit, sich mal über solche Sachen Gedanken zu machen, wie man das dann implementieren können soll. Denn das, was ich davon bisher so gehört und gelesen habe, ist das alles noch nicht so richtig klar. Hm. Nun, das ist irgendwie eine deprimierende Antwort. Hat noch jemand trotzdem Fragen? Ihr könnt ja nichts dafür, dass es so ist, wie es ist. Okay, sonst danke ich euch ganz, ganz doll, dass ihr...